Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in New World. Heute rushe ich hier mal eben durch zu zwei der wichtigsten Quests und zu Fragen, die halt immer zu diesen Quests kommen. Und zwar gibt es Quests für die Fraktion. Einmal suche den kleinen Simon oder töte ihn. Und zum anderen Lady Genevieve oder wie sie heißt. Und ja, wenn man hier rein rusht oder sich durchfightet und dann rennt man bis zu der Stelle, wo die sein sollen, dann guckt man meistens in die Röhre, denn die sind gar nicht da. Ja, und wo die denn eigentlich sind und wie man die findet, das zeige ich euch gleich. Jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen für Platz sorgen. Bam, bis er explodiert. Also, gucken wir gerade nochmal eben rein hier, wo wir uns gerade befinden. Wir sind hier, ein bisschen rauszoomen, in Lichtholz. Und zwar in Lichtholz in der Region, ja, Lichtholzinsel, wo hier diese verschiedenen Kopfgelder von den Fraktionen sind. Zum Beispiel hier den Havelock, den müssen wir auch noch kaputt machen, beziehungsweise hier kleiner Simon. Das sind alles Geister und den Havelock, den sieht man ja hier oben vom Fenster aus auch schon, wenn er denn da steht. Ich habe es jetzt gerade gar nicht da, genau, da oben rennt er schon rum. Da macht es natürlich schon Sinn, den vielleicht in der Gruppe zu erledigen, denn der haut ganz gut rein, macht so ein Stunfeld und so Sachen. Den findet man allerdings auch immer wieder, der spawnt nach relativ kurzer Zeit und da gibt es aber auch regelmäßig Gruppen zu, um ihn zu erledigen. So, wenn wir jetzt auf die Map schauen, da ist er ja markiert in dem Haus, dann gucken wir hier nach dem nächsten Ziel. Nach Besiege kleiner Simon. Und wenn wir da hingehen zu Besiege kleiner Simon, sehen wir, dass wir halt nichts sehen. Und exakt hier soll er sein. Und hier ist er nicht. Tja. Ein bisschen was abgraben. Das können wir machen. Ja, und wie kommen wir dazu? Wie kriegen wir ihn? Und wie kriegen wir auch die Lady Genevieve? Wir müssen warten. Dadurch, dass es halt Geister sind, müssen wir einfach warten, dass so langsam die Nacht reinbricht. Und das machen wir jetzt mal. Ich gehe jetzt hier nochmal eine Runde grinden. Also ein bisschen meine Axt nach oben pushen. Weil halt die Mobs hier, wir können ja mal eben auch platt machen. Weil die Mobs hier einfach wahnsinnig gut XP bringen. Gerade wenn man seine Waffen irgendwie nach oben pushen will. Zack. 132 XP für so eine Waffe ist doch schon mal ganz gut. Ja, und ich hau mich hier so ein bisschen durch die Mobs durch. Und wenn es gleich dunkel ist, gucken wir mal, wo die Geister sind. Jetzt sehe ich gerade, dass da oben so ein Wahnsinniger einfach den Boss angreift. Da helfe ich doch gerne mit. Gehen wir einfach mal rein hier in den großen Havoc. Ist er? Hat er ihn? Nein, er hat ihn nicht kaputt gemacht. Ich dachte schon. Da helfen wir jetzt einfach mal mit. Hacken hier ordentlich mit drauf. Was das Schöne ist, ihr seht es hier an den Zahlen. Ich hau hier dadurch, dass ich ja auf meiner Axt den Bernsteinsockel habe. Man sieht immer zwei Zahlen. Und ja, das eine ist halt der Naturschaden. Und die Geister oder auch diese ganzen, dieses ganze Böse sozusagen, ist recht anfällig gegen Naturschaden. Bisschen Heal. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Naturschaden nur drauf haue, sieht man auch, opala, immer schön die gelben Schadenzahlen, die ganz gut reinhauen. So. Und hier hauen wir aber auch natürlich jetzt schön mit der Axt noch weiter drauf. Und damit kriegt man die ganz gut platt. Guck mal hier, nur zu zweit, einfach mal zwischendurch ein Heal drauf. Und dann lübt das. Das war jetzt hier die eine Quest. Jede Menge Loot hier oben in dem Haus. Guckt euch das an. Richtig dicke, fette Truhen. Hier noch so eine Elite-Truhe. Die ist, glaube ich, nur einmal am Tag lootbar. Und ich war hier vorhin natürlich auch schon. Habe ein bisschen die Waffe gepusht. Ganz viele Infos. Kleine Zettelchen und Briefchen hier überall drin. Und hier unten ist dann nochmal eine Kiste. Da rennt man gerne dran vorbei. So.
beziehungsweise da drüben im Haus sind auch nochmal. Hier an der Veranda steht eine Kiste und da hinten. Ja, das war jetzt gerade dieser. Es ist immer noch hell, also warten wir immer noch ein bisschen, dass es dunkler wird und die beiden anderen Geister noch auftauchen. Und es passiert. Es wird Nacht auf dem Friedhof. Und die Geister sind da. Ist das der Hammer? Zack, ganz anderes Szenario sofort. Dunkel ist es geworden. Und das heißt, endlich spawnen nicht nur hier überall die Geister, sondern wir können auch jetzt endlich unsere Questgeber kaputt machen. Und oh mein Gott, werden sie schon behakt? Hier ist sie, Lady Genevieve wird sogar schon behakt. Und hier der Kleine, der wird auch behakt. Und nein, ich komme, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig, um ihn zu grabben, um ihn hier zu packen. Aber wir sehen, hier ist richtig Action. Die Leute fighten sich hier in Grund und Boden. Was machen die Lümmels denn hier, ey? Mit Level 40 rennen sie hier rum, ey. Abgefahren. So, erstmal hier ein bisschen reinhacken. Und die Mobs kaputt hauen, vor allem den normalen Trash, damit man sich dann entspannt um die Boss-Mobs kümmern kann. Ja, die Lady, die sehen wir hier, macht deutlich mehr Schaden. Ist auch wirklich stabil, das Gerät. Sie haut echt gut rein. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Oberbabbo oben im Haus. Und ja, der kleine, der Mini-Boss hier, der gerade schon gefallen ist, den, ja, da muss ich gleich nochmal auf Respawn hoffen, dass der dann gleich nochmal kommt. Aber ich denke, der wird gleich nochmal da sein. Der fällt übrigens ziemlich schnell um. Der kleine Simon ist nicht wirklich ein großer Gegner. So, haben wir das auch erledigt. Und die sollten beide auch dann jetzt hier in der Nacht in diesem Bereich auch wieder spawnen. Jetzt sind die ja beide gerade platt gegangen. Gucken wir also mal, wie lange das dauert. Wie gesagt, kleiner Simon müsste dann eigentlich hier in diesem Bereich eigentlich spawnen. Gucken wir mal, wann er kommt. Und er ist gespawnt. Da ist er, der kleine Simon. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Na? Okay, der kleine Simon. Er haut natürlich auch mächtig rein. Aber man muss sagen, der kleine Simon ist nicht wirklich ein gefährlicher Gegner. Ihr seht, man hält da ordentlich was von aus. Kein Problem also mit den kleinen Geistern. Aber denkt dran, der große und die Lady Genevieve, ganz anderes Kaliber. Also, hauen wir ihn mal platt eben. So, mal draufcasten. Und zack, zack. Also 3-4 Schläge und dann war er auch schon platt. Die Lady habe ich jetzt gerade nicht als Kopfgeld. Die spawnt in der Regel vielleicht hier so in diesem Bereich. Dann haben wir hier den, wie gesagt, den Simon und oben im Haus den Havelock. Und ah, da ist sie auch. Auch hier gespawnt. Na, siehst du mal. Beide hier gespawnt. Also haben wir sie, die Geister. Den Havelock, den haben wir jetzt ja schon mehrfach, habe ich den heute gekillt. Von daher lassen wir das mal sein. Wenn das Ganze mit den Geistern hier geholfen hat, dann den Kanal abonnieren, Daumen da lassen fürs Video. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.